Das ist schlecht. Ich habe jetzt die ganze Zeit Tab gedrückt. Ich sterbe, bevor der Bildschirm überhaupt da ist, Leute. Ich bin jetzt in einer... Ich habe so schlecht gespeichert, wie es nur irgendwie möglich war. Jetzt hätte ich, glaube ich, ein Zeitfenster von 0,1 Sekunde oder so gehabt, wo Tab drücken gegangen wäre. Weil ich kurz ein normales Bild gesehen habe. Wenn du nur einmal ein bisschen zögern würde. Oder wir wenigstens ein bisschen mehr Leben hätten. Ich versuche das noch ein paar Mal, Leute. Ich versuche mich die ganze Zeit mich zu bewegen und Tap zu machen. Ansonsten müssten wir den letzten automatischen Spielstand laden. Ah, Mist, jetzt war es wieder ein bisschen knapp. Okay, also bewegen hat keinen Sinn. Also das ist echt blöd, dass die Gegner schon agieren dürfen, während ich noch dastehen muss. Also das ist unglaublich frustriert. Okay, bin schon wieder tot. Auto, wo kommt unser? Okay, wir laden jetzt den, Leute. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Hä? Habe ich mich einmal zu viel gedreht? Ah ja. So. Ich darf nicht mehr in so zweifelhaften Situationen speichern. Aus dem... Das ist Wokun, der Wächter der Schriftrolle. Hä? Ist sie gerade hinter mir? Hat sich verbessert. Gleich haben wir ihn. Und wir haben ihn. Den werden wir los. Gehen wir weiter. Die Schriftrolle muss im nächsten Raum sein. Ist das etwa Magie? Sag vorsichtig, bitte. Geht schon. Du kriegst auch was ab. Auch wenn es auch nur einer ist. Okay, wir haben es dieses Mal geschafft, Leute. Einfach weil ich nicht aus meiner Deckung raus bin. Dieser Gegner wäre so einfach gewesen, wenn wir allein unterwegs gewesen wären. 250 Gold, Knochenmehl, Wokun. Die nächste Maske, Leute. Beschwörungs-, Illusions- und Veränderungszauber verbrauchen 20% weniger Magiker. Und Stab der Feuer. Wow, okay. Deswegen hat er so viel Schaden gemacht. Eine Feuerexplosion, die dann im Radius von 5 Metern 40 Schadenspunkte verursacht. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Wow. Er hat den Stab benutzt.
Coole Leiche. Okay. Ja. So bewegen wir uns schneller vor. Fort. Da haben wir einen Eisenpfeil. Mal sehen, wie viele wir noch finden werden. Zwei. Okay. Drei. Drei Eisenpfeile bisher. Ich höre die Musik, aber ich sehe noch nicht, wo die Tafel ist. Wahrscheinlich im nächsten Raum, wie sie gesagt hat. Vier. Zwei Gold. Sieht aber schon heftig aus hier. Fünf und sechs. Da drüben sollen wir das kriegen, okay. Das sind überall Schlangen. Da möchte ich jetzt mal kurz nachsehen, ob es da oben irgendwas für uns gäbe. Ich sehe da nichts für uns. Aber ich sehe, dass es hinter den Statuen Platz gäbe für ein Versteck. Also machen wir das mal. Ja, ja, keine Sorge. So, mal sehen, ob wir da rüberkommen. Ich glaube aber nicht. Doch, wir haben es geschafft. Lol, das ist perfekt. Okay, da gibt es so nichts. Dann gehen wir jetzt da rüber und machen dann einen Sprint dorthin. Und dann später noch dorthin. Ich hoffe, da gibt es irgendwo etwas. Wir haben nur noch 45 Eisenpfeile. Die sind fast durch. Ich bin ja gespannt, was wir jetzt nächstes für Pfeile nutzen werden. Das ging ein bisschen zu weit. Mist. Ich dachte eigentlich, ich hätte gegen die Mauer gezielt. Aber offenbar bin ich abgeprallt und dann einfach weiter die Mauer entlang. Dann jetzt so. Da liegt da nur Eisenpfeile. Sieben. Wie kam der hier hoch? Und da liegt das auch noch einer meiner Eisenpfeile. Acht. Okay, also es hat sich zumindest gelohnt, für zwei Eisenpfeile hier hochzukommen. Okay. Da ist sie. Da ist sie. Auf. Fünf Gold. Sie sagt das auch. Amethyst 10 Gold.
eine Truhe. Eisenschild, 14 Gold, mächtiger Seelenstein ohne Seele und Zaubertrank der Ausdauer. 3 Gold. Na gut, gehen wir runter. Das Wort der Macht gelernt. Sturm für den Sturmruf. Geil. Der Sturmruf, Leute. Und die Effekte sind weg. Okay. So, Sturmruf. Ein Schrei in den Himmel, ein Ruf in die Wolken, der die zerstörende Kraft der Blitze vom Himmel, von Himmelsrand beschwört. Cool. 3 Drachenseen haben wir noch. Müssen wir mal testen, Leute. Okay. Weiter umsehen. Amethysten 6 Gold. 9 Gold. 7 Gold. 5 Gold. Das sehen wir uns gleich an. 5 Gold, Zaubertrank der Magika und silberner Amethystring. 17 Gold. 9 Gold und silberner Granatring. So, dann sehen wir uns doch kurz hier oben um. Neun Gold, makelloser Amethyst und Zaubertrank der starken Heilung. Da müssen wir eindeutig wieder Zaubertränke sammeln. Da ist die Dungeon-Truhe, Leute. 5 Knochenpfeile, 283 Gold, ein Blitzpfeil, 2 Eispfeile, ein Feuerpfeil, ein Ebenerzhelm. Der sieht schön aus. Stahlplattenhelm der großen Veränderung, auch schön. Und eine Ebenerz-Kriegsaxt. Fast 900 Kilo wiegen wir. Ah, und da geht's weiter. Okay. 8 Gold. 5 Gold. Okay. Drei Gold. Muss ich die jetzt nehmen? Versiegelte Schriftrolle. Bringe die Schriftrolle zu Ansgar. Ja. Ich habe die Schriftrolle gefunden. Ich kann euch für all eure Hilfe gar nicht genug danken. Hier ist die Schriftrolle. Und hier ist eine kleine Belohnung für eure Hilfe. So, für Zauberbuch Flammender Schutzgeist. Cool. Beschwört einen Flammenschutzgeist, der sich in den Kampf stürzt und explodiert. Was? Wow. Okay. Wieso nicht? Wo ist sie jetzt hin? Da lang? Ist sie wieder zurück? Ich glaube, sie ist den ganzen Weg zurück. Na, von mir aus. In der ersten Falle stirbt sie. So, hier haben wir jetzt die Ruinen. Wir sind also wieder draußen. Nicht draußen. Ah, jetzt sind wir oben, oder? Tollkirsche. Beschädigte Bücher. Eine Bank zum Warten.
3 Gold. 4 Mehlsäcke. Knochenmehl. Ich glaube, da war was drin. Na, vielleicht auch nicht. Ja, wir sind wieder am Anfang. Ganz am Anfang. Dass hier oben etwas ist, ist mir nicht aufgefallen. Hier stand sie, Leute. Bis hierher hatte sie die alle selbst getötet. Wäre jetzt interessant. Ich glaube, wenn wir nicht überlastet wären, könnten wir jetzt problemlos dorthin springen. Können wir auch so. Und wenn wir nicht überlastet werden, glaube ich, könnten wir problemlos dorthin springen. Und mit Wirbelwind. Und das könnte auch so klappen. Naja, fast. Okay, wir hätten das doch von dort aus gebraucht. Naja. Also, wenn wir nicht überlastet wären, könnte man da wahrscheinlich hoch. Ich glaube, das möchte ich probieren, Leute. Wir gehen jetzt kurz unser Zeug alles ab, weg und dann kommen wir nochmal hierher. Ich möchte das probieren. So, zum Glück haben wir Vanandi hier. Es darf nur kein Drache kommen. Ach, schön sieht's hier aus. Ich wusste es ja sagen. Ich kann überlastet nicht gegen einen Drachen kämpfen. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn er gekommen wäre, wenn wir wieder zurückgekommen wären. Aber ausgerechnet jetzt. Und Vanandi steht da unten. Oh, ich glaube, der Drache ist weg. Vanandi! Ja, ich glaube, der Drache ist weg. Diesmal, dass wir ihn gerade nicht gesehen haben. So. Abgeschlossen, sehr schön. Dann nach Weißlauf. Weg mit dem Zeug. Distel wieder herbeschwören. Wenn Distel jetzt wieder eine Zutat gefunden hat, Leute, frage ich mich echt, wo sie die her hat.